Hallo, mein Name ist Elfriede Fahr. Ich bin im BIFO zuständig für die Berufsorientierung und besuche normalerweise die Schüler in den Schulklassen an der Schule. Und aufgrund der besonderen Situation komme ich heute zu euch direkt nach Hause über ein Video. Wir werden heute uns überlegen, warum Interessen und Fähigkeiten so wichtig sind für die Wahl der weiteren Berufslaufbahn, der weiteren Schullaufbahn. Stellt euch vor, ihr sucht euch einen Beruf aus und ihr merkt dann, eigentlich mache ich das gar nicht gerne, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Wenn ihr die Arbeit nicht gerne macht, dann werdet ihr sie auch nicht gut machen und der Spaß wird verloren gehen. Deshalb lohnt es sich wirklich, bevor man sich für einen Beruf oder eine Ausbildung entscheidet, sich ganz, ganz intensiv mit den eigenen Interessen und Fähigkeiten und Stärken natürlich auseinanderzusetzen. Wir im BIFO arbeiten ganz, ganz viel mit dem Weg der Entscheidung. Und der erste Punkt bei diesem Weg der Entscheidung ist, sich selbst kennenzulernen. Jetzt denkt ihr euch, ich weiß doch, was ich gerne esse, welche Musik ich gerne höre, welcher Star, welcher Sänger mir am besten gefällt. Das ist nicht genug. Wichtig ist, auch herauszufinden, bei welcher Arbeit geht es mir gut? Was tue ich sehr gerne? Was könnte ich stundenlang machen, ohne dass mir langweilig wird? Und bei welcher Aufgabe, bei welcher Arbeit geht es mir nicht gut, denke ich mir, boah, hoffentlich ist es bald vorbei. Dazu zählen natürlich auch Schulfächer, Unterrichtsfächer. Manche Themen, manche Fächer vergehen wie im Nu und ich denke mir, ja, die Hausübung mache ich gerne. Manche Fächer vergehen nicht und wollen nicht vergehen. Ich schaue ständig auf die Uhr und denke mir, boah, hoffentlich ist es bald vorbei. Also schaut's einmal, denkt's nach, was interessiert dich besonders, sowohl in der Schule als auch in der Freizeit. Gut wäre es auch, wenn ihr mit euren Eltern drüber sprecht. Sie ausfragt, was habe ich am liebsten gespielt, wie ich ein kleines Kind war? War ich so der Typ, der gerne draußen in der Natur herumgewerkelt hat, Baumhäuser gebaut hat, was angepflanzt hat? Oder war ich oder warst du derjenige, der gerne gemalt hat, der etwas gezeichnet hat, etwas entworfen hat oder ganz viel mit Lego gebaut hat? Oder bist du vielleicht jemand gewesen, der schon fürsorglich war, sei es mit Spielen mit den Puppen oder mit anderen Menschen? Ja? Redet's mit eurer Familie, mit euren Eltern oder auch Geschwistern, wie ihr so wart. Und überlegt's einmal, jeder von euch kennt doch diese Überraschungseier aus Schokolade. Und da drin befinden sich immer irgendwelche Spielsachen. Und manchmal ist etwas dabei, was man zusammenbauen muss. Mich persönlich hat das immer gestresst, wenn ich etwas zusammenbauen habe müssen. Deshalb habe ich auch keinen technischen Beruf gewählt, zum Beispiel. Also, wir kommen zu den Interessen und Fähigkeiten. Ich lade euch ein, etwas auszuprobieren. Und zwar nehmt ein Blatt Papier, zeichnet eure Hand darauf und zeichnet in jeden Finger, schreibt in jeden Finger ein Interesse. Seien es noch so die kleinsten Interessen, alles ist möglich. Ein Interesse ist etwas, was ich noch nicht können muss. Aber mich interessiert es, ich schaue es gerne, ich lese gerne nach, aber ich muss es nicht können.
Und da gilt alles. Da kann man hineinschreiben von irgendwelchen Mode, gerade was modern ist oder irgendein Land, das mich interessiert oder eine Sportart, die mich interessiert oder vielleicht interessiert dich irgendeine Sprache ganz besonders, die du gerne hörst, aber noch nicht kannst. Probiert das einmal aus und schreibt's eben auf eure persönlichen Handumriss, also in eure Finger sozusagen, jeweils ein Interesse. Es können natürlich auch viel, viel, viel mehr sein. Wenn ihr mit den Interessen fertig seid, also wichtig ist, dass ihr keine schon vorgefertigten, fertigen Berufe hinschreibt. Ja? Also ihr denkt nicht, mich interessiert Arzt zu werden, sondern dich interessiert vielleicht, Menschen zu helfen. Das wäre etwas Hinführendes auf den Beruf. Wenn ihr die Interessen herausgefunden habt, dann kommt der nächste Schritt und zwar geht es dann um eure Fähigkeiten. Ihr macht wieder einen Umriss von eurer Hand und versucht bitte fünf Fähigkeiten, mindestens fünf Fähigkeiten herauszufinden, die euch besonders auszeichnen. Das müssen nicht großartige Meisterwerke sein, sondern das beginnt im Kleinen. Bist du ein ordentlicher Mensch? Kannst du etwas gut organisieren? Deine Termine zum Beispiel. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Kannst du vielleicht jemanden gut trösten oder einen Streit schlichten? Kannst du vielleicht jemand die Matheaufgaben besser erklären wie der Lehrer oder die Lehrerin? Ja? Zu den Fähigkeiten zählen aber auch, wer die weltbesten Muffins backen kann oder wer sein Fahrrad schon selber reparieren kann. Ja? Ganz unterschiedliche Sachen dürft ihr aufschreiben und bitte seid nicht zu bescheiden. Oft einmal höre ich dann, ah, ich traue mich nicht, das kommt ja so angeberisch, wenn ich dieses und jenes hinschreibe. Nein, dafür ist die Übung da. Traut's euch, schreibt's hin, was ihr glaubt, was ihr gut könnt. Und wenn's euch nicht so leicht fällt, fragt gerne eure Eltern oder eure Familie, was sie glauben, was du für Stärken hast. Diese Übung der Stärken herausfinden ist auch schon ein kleiner Schritt hin als Vorbereitung zum Bewerbungsgespräch. Da werdet ihr auch oft gefragt, beschreib dich einmal, was kannst du gut? Und wenn ihr euch schon früh genug damit beschäftigt habt, dann fällt es euch dann auch recht leicht, selbstverständlich über euch und eure Stärken zu sprechen. Also versucht es, eure Interessen niederzuschreiben und eure Fähigkeiten. Wenn ihr dann beide Blätter, beide Zettel vergleicht, könnte es sein, dass Übereinstimmungen auftreten, dass auf dem Zettel Interessen und Fähigkeiten das Gleiche oder etwas Ähnliches steht? Bitte kreist das einmal ein, diese Wörter, weil das könnte doch Richtung einer Ausbildung, einem Beruf, könnte in die Richtung gehen, hinführen. Ja? Das heißt, zum Beispiel, jemand interessiert sich für Kochen und bei den Fähigkeiten hat er auch Kochen hingeschrieben. Das heißt, diese Person kocht gerne. Jeder Chef würde sich sehr, sehr freuen oder freut sich sehr, so einen Lehrling zu bekommen, der sich sehr dafür interessiert und auch schon ein bisschen kann. Das wären die perfekten Voraussetzungen, um in so einen Beruf einzusteigen.
Das heißt jetzt aber nicht, dass alles, was ich gut kann oder mich interessiert, in einem Beruf oder einer Ausbildung enden muss, sondern es kann durchaus auch einfach ein Hobby bleiben. Es ist ja auch schön, wenn wir unsere Freizeit sinnvoll gestalten können mit Sachen, die wir gerne tun. Es kann durchaus sein, dass jemand sagt, ja, ich koche gern, aber nur für zu Hause und nicht in einem Restaurant, wo es stressig ist, wo viel auf einmal auf mich zukommt und so weiter. Ja, also es kann einfach auch ein Hobby bleiben. Wenn jetzt zum Beispiel einer von euch sagt, ja, mich interessieren die Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen, dann stellen wir uns die Frage, ja, was machst du denn gerne mit Menschen? Da gibt es nämlich ganz, ganz, ganz viel unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel, wenn ihr das vielleicht seht, da bringt jemand etwas den Menschen bei, eine Lehrerin. Auf diesem Foto zum Beispiel passt jemand auf Kinder auf, betreut Kinder, also die Kinderbetreuung. Bei diesem Beruf wird gepflegt, da werden die Menschen kosmetisch gepflegt. Es gibt aber auch die Arbeit mit Menschen, indem ich sie untersuche, wie hier beim Röntgen, oder ich ihnen etwas erkläre, zum Beispiel die Ernährungsberaterin. Mit Menschen arbeite ich natürlich auch im Hotel an der Rezeption. Menschen bediene ich, egal ob im Restaurant oder wie hier im Flugzeug. Oder ich verkaufe den Menschen einen Artikel, der mich interessiert. Also ihr seht's, die Arbeit mit Menschen ist vielschichtig. Wenn dein Interesse der Mensch ist, dann geht's weiter zu überlegen, was mache ich denn gerne mit Menschen? Wie wir gerade gesehen haben, ob ich ihm gerne etwas beibringe oder ob ich medizinisch ihn pflegen möchte oder behandeln möchte. Der große Unterschied ist natürlich, überlegt einmal, wenn ich den Menschen etwas beibringe, muss ich zum Beispiel ihn nicht berühren. Wenn ich ihn pflegemedizinisch berühre, ich den Menschen. Also ich überlege mir, mag ich das zu diesem ganz direkten Kontakt mit Menschen? Also das ist gut zu hinterfragen, wie weit reicht mein Interesse zum Beispiel, um mit Menschen zu arbeiten. An diesem Beispiel, die Arbeit mit Menschen, haben wir jetzt unterschiedliche Berufe schon herausgehört. Jedes Interesse, jede Stärke, jede Fähigkeit passt zu bestimmten Berufen. Wir haben im BIFO diese Broschüre mit 1000 Berufen, die wir zusammengetragen haben. Die findet ihr natürlich auch online auf www.bifo.at und ihr findet es unter Berufe unter BIC. BIC steht für Berufsinformationscomputer und da werdet ihr sehen, da werdet ihr nachlesen können, was bedeutet dieser Beruf, welche Tätigkeiten muss ich machen? Was für Ausbildung ist notwendig? Wo findet diese Ausbildung statt? Also all das findet ihr online auf www.bifo.at auf dem BIC. Diese Liste der 1000 Berufe müsst ihr euch vorstellen wie eine Speisekarte. Ein Angebot, was gibt es denn alles? Welche Berufe mit welcher Ausbildung? Und wenn ich meine Interessen und Fähigkeiten
schon kenne. Dann suche ich mir Berufe dazu. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, in weiterer Folge so einen Beruf auszuprobieren. Und auszuprobieren ist das Schnuppern. Auf einer Speisekarte suche ich mir aus, was mich gerade anmacht, was ich gerne hätte zum Essen. Und dann probiere ich das und dann weiß ich auch, schmeckt mir das. Wenn ich einen Beruf ausprobiere, das Schnuppern, dann ist es ganz, ganz wichtig, um herauszufinden, gefällt mir die Arbeit? Gefällt mir die Umgebung, in der die Arbeit stattfindet? Kann ich mit dem Material gut umgehen? Wie ist das Team? Muss ich außer Haus arbeiten? Muss ich im Büro arbeiten? Was muss ich anziehen zum Arbeiten? Wie sind meine Arbeitszeiten? Wie ist die Umgebung, die Arbeitsumgebung? All das erlebe ich nur, wenn ich es wirklich selbst gemacht habe. Ich kann natürlich vorher recherchieren im Internet, was wird verlangt, aber nur erst, wenn ich es ausprobiert habe, weiß ich, ob das zu mir passt. Ich vergleiche es ganz oft mit, wie kauft sie eine Jeans? Ihr geht es auch nicht ins Geschäft, nehmt sie eine aus dem Regal, geht es an die Kasse und nehmt sie mit nach Hause. Ich denke, da braucht es mehr. Wir probieren die eine oder die andere. Wir schauen, was gibt es überhaupt, welche Preisklasse, welche Farben, welche Schnitte. Da suchen wir etwas zu uns Passendes aus, probieren eine oder mehrere und dann erst entscheiden wir uns dafür. Und so soll es auch beim Beruf sein, dass wir nicht uns von irgendeiner Modewelle wie bei der Jeans vielleicht überreden lassen. Und doch irgendeine kaufen, die uns dann gar nicht gefällt. Beim Beruf sollten wir uns auch nicht beeinflussen lassen von von einer Freundin oder jemanden, der sagt, komm, ich mach das, mach du das mit mir. Das gilt für den Beruf als auch für eine Schule, für eine weiterführende Schule. Auch da ist es wichtig, euch zu erkundigen, welche Fächer werden unterrichtet, passen die zu meinen Interessen und Fähigkeiten. Und wenn es Schulen gibt, wo ihr noch nicht genau wisst, die oder die andere, was passt zu dir, dann streicht einmal die Fächer an, die euch am meisten interessieren. Ihr findet die Fächer immer auf der Homepage unter der Stundentafel. Das ist nicht der Stundenplan, sondern auf der Stundentafel sind die Fächer aufgelistet, die in dieser Schule unterrichtet werden. Und das ist wichtig, dir anzuschauen, als Vorinformation, welche Schule zu deinen Interessen und zu deinen Fähigkeiten und natürlich eben auch zu deinen Noten passt. Das hängt ja auch damit zusammen. Wenn du nämlich nur in eine Schule gehst, wo alle anderen sagen, das ist cool dort, und du dich nicht informierst davor, dann kann es durchaus sein, dass du im ersten Jahr bald einmal merkst, das entspricht nicht meinem Interesse, da fühle ich mich nicht wohl. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, zuerst an deinen Interessen zu arbeiten, und dann zu schauen, also die Speisekarte anzuschauen, was gibt es alles, was wird angeboten und dann auszuprobieren, um dann eine Entscheidung zu treffen. Wir im BIFO reden eben immer vom Weg der Entscheidung. Den werdet ihr in einer weiteren Folge von unserem E-Learning sozusagen noch hören. Für euch zur Information gibt es alle weiterführenden Schulen in Vorarlberg auch auf einem Schulblatt, das ihr natürlich auch online findet auf unserer Homepage und auch ein Blatt mit allen Lehrberufen, die man in Vorarlberg erlernen kann. Die findet ihr natürlich auch alles online. Ansonsten eben, wenn das BIFO wieder für alle geöffnet ist, natürlich auch in unserem Informationszentrum in Dornbirn. Bei den Lehrberufen, die man in Vorarlberg ausüben kann, da wird
auch auf eure Interessen eingegangen, zum Beispiel bei den Modullehrberufen. Wenn ihr euch entscheidet für den Lehrberuf des Kraftfahrzeugtechnikers, dann könnt ihr nach dem Grundmodul zum Beispiel drei Hauptmodule aus drei Hauptmodulen wählen, je nach euren Interessen und euren Fähigkeiten. Ihr könnt euch zum Beispiel für die Motorradtechnik entscheiden, für die Nutzfahrzeuge oder für die PKWs, also für die Autos. Auch bei vielen anderen Lehrberufen im Metallbereich zum Beispiel gibt es diese Möglichkeit der Module. Wenn ihr euch selber schwer tut, herauszufinden, was ihr für Interessen, für Fähigkeiten, also für Stärken habt, lasst euch gerne helfen von Beraterinnen und Beratern oder Jugendcoaches im BIFO. Alle Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage www.bifo.at. Natürlich ist das Angebot kostenlos für euch. Wir werden unterstützt vom Land Vorarlberg und von der Wirtschaftskammer und haben noch viele andere Fördergeber auch, dass unser Angebot für euch kostenlos ist. Also scheut euch nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen und euch helfen zu lassen. Ich wünsche euch jetzt alles Gute auf diesem Weg, wo ihr euch entscheidet, welche Ausbildung die beste für euch ist, weil nur ein Beruf, den man gern macht, der zu einem passt, den macht man auch gut. Tschüss miteinander.